Hallo und herzlich willkommen bei Fernsehkritik TV. Und das war's auch schon für heute. Das war die erste Ausgabe von Fernsehkritik TV. Gangbang, Gangbang, Sex, Pornos, Sex. Ficken, Sex, Gangbang. Gruppensex, Gangbang, Gruppensex, Gangbang. Gruppenvergewaltigung, Pornografie, Rudelbums. Gangbang, 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 Gangbang. Ficken, Fick, Vögel, Arsch, Ficken, 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 Schwangeren, Sex, Gangbang. Fick, Gangbang, Geschlechtsakt, Gangbang. Arsch, Ficken. An dieser Stelle an die Hochverräter und Petzer von hier, Grüne Seiten Call TV, ja? Ihr die grünen Gnome, ihr kleinen Petzliesen habt keinen Pimmelwutz. Hallo, hier ist die zweite Ausgabe von Fernsehkritik TV. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Fernsehkritik TV. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Fernsehkritik TV. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Fernsehkritik TV. Hier sehen Sie einen Moderator in Not. Er bekommt nämlich in diesem Moment übers Ohr mitgeteilt, dass der Stirnlappenbasilisk tatsächlich dabei ist und dieser verdammte Anrufer 2500 Euro gewinnen könnte. Da hilft nur eines: Psychologie. Leider hat es keine weiteren Konsequenzen gehabt, denn die Stellungnahme von 9 Live war, so die Landeszentrale für neue Medien, plausibel und nachvollziehbar. Und damit war die Sache erledigt. Und so sind Sie 12.500% näher am Jackpot. Dankeschön, Julia. Tja, das Problem ist bei der Geschichte, dass Sie den Gewinn mit mehreren tausend Menschen teilen müssen. Das heißt, wenn Sie einen Sechser haben sollten oder einen Fünfer, dann haben Sie wahrscheinlich noch nicht mal Ihren Einsatz von 7,90 Euro wieder. Tja, bei ProSieben wundere ich mich ja immer wieder. Also auf der einen Seite bringen die wirklich hervorragende Comedy, wie zum Beispiel Switch oder Kalkofes Mattscheibe. Zu den beiden Serien komme ich nachher nochmal. Und auf der anderen Seite Müll unterster Kanone. Wir würden gerne ein Forum einrichten, aber unter den Umständen ist es ein bisschen schwierig. Und deswegen gibt es vorerst auf unserer Seite kein Forum. Aber vielleicht ändert es sich irgendwann mal. Wer weiß, man soll ja nie sagen. Sie es. Twitch, hier Classics, Volume 2, gerade frisch auf den Markt. 5-mal, meine Damen und Herren, können Sie das hier bei uns gewinnen. Und es ist ganz einfach, wie Sie mitmachen. Sie müssen uns nur eine E-Mail schreiben, nämlich an gewinnspiele@fernsehkritik.tv. Pillen, Cremes, Schmuck und Uhren, meist zweifelhafter Herkunft, werden hier massenhaft verkauft. Wenn beispielsweise eine Uhr, die angeblich auf 499 Exemplare limitiert ist und angeblich anderswo 1580 Euro kostet, für unter 200 Euro verscherbelt wird, dann sollten alle Alarmglocken schrillen. Hier wäre es gewesen der Übersetzungsfreak und hier der letzte Begriff wäre gewesen der Übermüdungsbruch. Conny, hast du noch was? Leute, das noch ein bisschen mitzunehmen. Lass das doch Max übernehmen. Bei solchen Peaks schlag doch später zu. Lass. Hier, meine Damen und Herren, findet heute das Casting von Deutschland sucht den Superstar statt. Und wir werden mal schauen, was hier so abgeht. Mitkommen. Hallo. Ich bin Marco Schrey von RTL. Ihr kennt mich ja, ne? Ja. Tja, war wohl nix, ne? So mit fetten Wagen und Urlaub und so von dicke Knete, ne? Nee, musst du mir RTL 2 gucken, Alter, dann weißt du das auch. Oder so ähnlich. Und ich bin sehr stolz darauf, heute in der Geschichte von Fernsehkritik TV ein neues Kapitel aufzuschlagen, nämlich den sogenannten Gastbeitrag. Piss dich, Alter, bin sexsüchtig, da stehe ich zu. Wünschen Sie sich Sex mit mehreren Männern gleichzeitig. Arbeit macht frei, Sigal. Ach du Scheiße, es tut mir wirklich leid. Ich muss jetzt gehen. Easy Spoon. Telefonkosten. Ja, der Stirnlappen war die Liste. Hallo und herzlich willkommen, hier ist die 12. Folge von Fernsehkritik TV. Ein neues Logo, neue Musik, neues Design.
Aber der Moderator ist nach wie vor derselbe, wie Sie sehen. Und auch das Fernsehen hat sich leider nicht verbessert. Du hast dich beworben zum Arsch 97, ne? Ja. Richtig. Und Jenny, du bist Arsch 96. Du bist die amtierende, was sagt man da, Meisterin? Amtierende Arsch. Null, neun, null, null, fünf, eins, null, drei, fünf, sieben, acht. Dieser Anruf kostet nach dem Signalton 1,99 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Diese Ansage war für Sie kostenlos. Na, immerhin. Tja, das muss ich eben erstmal etablieren, nicht? Ich meine, das... Ich weiß nicht, hat überhaupt schon jemand angerufen? Gibt es da irgendwie einen Zwischenstand oder? Keine Ahnung. Ich meine, wir haben ja für alles gesorgt, was notwendig ist. Die Gewinnspielfrage ist einfach. Wir haben da eine geile Tussi hingestellt, wie Sie sehen. Also eigentlich müsste die Kohle ja nur so fließen, nicht? Tja. Gut, wir schalten nochmal später dahin. Hallo? Geschulte Kollegen, die unsere Anrufe annehmen, weil das werden ja auch ein paar mehr als jetzt 1, 2, 3 sein. Schade. Im Moment sind Sie noch allein im Forum. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Ja, eins möchte ich Ihnen jetzt schon mal zeigen. Ich war nämlich in Wien auf dem sogenannten Naschmarkt. Das ist so eine Art Wochenmarkt oder so ähnlich wie der Fischmarkt hier in Hamburg, also wo es viele Buden gibt, wo viel verkauft wird. Und ich habe mir dort diesen Deutschlandschal hier gekauft. Das war bei an einem Stand, der wollte 15 € dafür haben. Und ich war dann ganz stolz, dass ich ihn auf 8 € runtergehandelt habe. Und ich habe mir am nächsten Tag dann erst diesen Schal mal ein bisschen genauer angeschaut. Und fällt Ihnen was auf? Na? Sehen Sie das? Ich muss ja erstmal einen Sekt trinken, meine Damen und Herren. Nicht wegen der EM, nein. Call Active ist pleite. Ja, waren Sie auch so erstaunt, wie Sie das gehört haben, so wie ich? Also ich habe es ja nicht glauben können. Eben noch waren Sie klagefreudig gegen die ganze Welt und nun haben Sie kein Geld mehr. Die Nielsen hat eine bessere Idee. Ein Teil des Fetts, so will es die Nielsen, wird in dieses Gläschen abgefüllt. Mit dieser skurrilen Idee hofft der Hollywood-Star auf einen großen Erlös bei einer Wohltätigkeitsversteigerung. Kirschbanane. Ich muss ja erstmal einen Sekt trinken, meine Damen und Herren. Und zwar diesmal nicht nur ein Glas, sondern gleich eine ganze Flasche. Und die öffne ich jetzt mal. Ah, herrlich. Denn das Unglaubliche ist eingetreten. Money Express wird eingestellt, meine Damen und Herren. Eine der schlimmsten Sendungen, eine der hinterhältigsten und verbrecherischsten Sendungen im deutschen Fernsehen. Sie hat endlich ein Ende. Ab 1. Oktober gibt es Money Express nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen, hier ist die 19. Ausgabe von Fernsehkritik TV. Und seit neuestem sind wir auch preisgekrönt, denn dies ist der IPTV Award 2008. Den hat Fernsehkritik TV gewonnen, und zwar in der Kategorie Sonderpreis für besondere Pionierleistung. Uri Geller behauptet ja, er sei schon ein paar Mal von Aliens entführt worden. Aber liebe Aliens, warum bringt ihr ihn denn jedes Mal wieder zurück? Gott, ja, ich wollte eigentlich jetzt auf Werbespots kommen. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe von Fernsehkritik TV. Was soll das denn hier? Ich dachte nur, weil die Kameraleute... Ach, hau ab hier, das ist so unglaublich, als Praktikant. So eine Unverschämtheit. Und wer hat dir erlaubt, dieses T-Shirt anzuziehen? Ja, in unserem Studio sind wir jetzt gelandet und Sie sehen, wir arbeiten mit einer Bluebox erstmal. Irgendwann soll es ja auch eine Kulisse geben, aber... Ich weiß nicht wann. Mal gucken, es ist eine Frage der Zeit. Schauen Sie mal hier. Das ist das Presseheft der neuen ARD Daily Soap Eine für alle. Mittlerweile die 5. Daily Soap im 1. Mehr als jeder Privatsender sich trauen würde. Finanziert von Ihren Gebührengeldern. Passen Sie auf. Alida,
Du wirst künftig Call-In hassen. Du wirst nie wieder die Leute bescheißen. Du wirst nie wieder Menschen über den Tisch ziehen und du wirst öffentlich bekennen, dass 9 Live ein gemeiner Abzocksender ist. Oder so ähnlich. Bitte kurz dran, ja? Ja, mach ich. Dankeschön. Aber es war Katriona, ne? Katriona war das doch, oder? Den habe ich da abgekauft. Der war tatsächlich dabei. Ja, das eigentlich Skandalöse an der ganzen Geschichte ist eben dieser Satz hier von Jürgen Milzki. Ich höre ein Kind im Hintergrund, du hast eine Familie. Jetzt denk mal ein bisschen an deine Familie. Ja, echt sozial, unser Jürgen, ne? Wenn er sie hätte gewinnen lassen, hätte sie 5.500 Euro bekommen für sich und ihre Familie. Und so hat sie nur 500 Euro bekommen. Ja, und den Rest hat wahrscheinlich 9 Live und Jürgen Milzki unter sich aufgeteilt. Und so läuft es dann eben bei diesem Sender. Manchmal bleibt einem das Frühstück im Halse stecken, manchmal auch das Abendbrot. So zumindest ging es mir vergangene Woche, denn das Telefon klingelte und sie ahnen nicht, wer dran gewesen ist. Es sei denn, sie wissen es mittlerweile schon. Das ist die Kriminalität. Über die Kriminalität. Die Kriminalität, eine kriminelle Weise, wie er über echte Abzocker herzieht und den heiligen Senderkanal Telemedial mit in die Abzockrunde mit reinpackt. Ja, mein Name ist Thomas Gehornauer und ich rufe live vom Kanal Telemedial an. Da habt ihr euch mit jemand angelegt. Da habt ihr euch mit jemand angelegt. Angelegt. Da habt ihr euch mit jemand angelegt. Angelegt. Da habt ihr euch mit jemand angelegt. Danke für die Nummer. Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn das für ein Scheiß? Die rufe ich jetzt mal an. Was ist denn das für ein Scheiß? Da lachen wir doch den Arsch. Idioten. Ich mach das aus Leidenschaft. So, jetzt hören Sie mal ganz genau zu. Mit meinem Geld reiß ich Ihnen dann den Arsch auf. Mit meinem Geld reiß ich Ihnen dann den Arsch auf. Mit meinem Geld reiß ich Ihnen dann den Arsch auf. Mit meinem Geld, mit meinem Geld, mit meinem Geld, mit meinem Geld, mit meinem Geld. Ja, und Jenny ist dann vor kurzem von jemandem mit einer Handykamera auf der Straße interviewt worden zum Thema RTL und zum Thema die Ausreißer. Und da hat sie sich folgendermaßen geäußert. Wer bist du? Ich bin Jenny und RTL hat mir einen Schnaps gekauft. Und wir klettern auf der Doofheitsskala noch ein bisschen nach oben und landen bei RTL 2. Ja, das Resultat dieser Aktion wurde nicht gezeigt und das hatte auch seine Gründe. Denn es waren noch weitere Leute mit der Kamera vor Ort, die mal so ein bisschen gefilmt haben. Und einer hat mal in den Container reingefilmt und hat mal geguckt, wie viele Killerspiele eigentlich dort drin liegen. Und ich sag mal so, die Aktion war nicht besonders erfolgreich. Bonzo. Bonzo, wie ist denn das? Ich meine, wie waren das bei den Dreharbeiten? Wie hast du dich auf deine Rolle denn so vorbereitet? Wie Rolle? Naja, ich meine, du wirst ja nicht in Wahrheit so ein böser Mensch sein. Das ist doch quasi nur eine Rolle, die du spielst, oder? Ja, gut. RTL sendet wieder mal das Supertalent. Das ist diese merkwürdige Show, wo untalentierte Menschen auftreten. Und die heißen Bruce Danell, Sylvie van der Vaart und Dieter Bohlen. Und Hanno Penies hat wieder mal zu seinem Zeichenstift gegriffen und hat sich über diese komische Sendung so seine eigenen Gedanken gemacht. Und jetzt Hanno Penies.